Kapitel 8 Schlacht gegen einen wahren Verräter. Fandas Sicht. Als wir hinauf in den Himmel sahen, erblickten wir alle das Symbol des Weltuntergangs. Die Sonne schien nicht wie sie sollte, sondern in einem dunklen Lila. Dies war das prophezeite Zeichen des Himmels. Der Schattendämon wurde beschworen und absorbierte nun den dunklen Kristall. Wir müssen gehen. Meine Entscheidung war schnell getroffen. Ehrlich gesagt, wäre dieses Symbol des Himmels nicht gewesen, wäre ich vermutlich einfach geblieben und hätte meine verdiente Strafe erhalten. Aber die Welt brauchte mich nun. Wir hatten nur eine Chance. Wir müssen den Kristall erreichen, bevor der Dämon ihn vollkommen absorbiert hat. Wenn wir das schaffen, könnten wir zumindest eine gewisse Chance haben, ihn zu besiegen. Nachdem ich den Plan erklärt hatte, machten wir uns sofort auf zu der Lichtung, die nun nach den neuesten Geschehnissen noch bedeutender für mich war. Auf dem Weg erklärte ich Fate die Geschichte hinter unserem Begleiter Even. Für diese Niederschrift werde ich es etwas verkürzt erklären. Even war ein Polizist aus Metro Village. Even war ein Polizist aus Metro Village mit dem Auftrag, bei den Sklaven zu spionieren. Er sollte G jegliche Info überbringen, die er bekommen konnte. Jedoch war er nicht der Beste darin, sein Geheimnis zu verbergen. Viele Mitglieder hatten schnell den Verdacht. Damals war ich noch der Anführer der Sklaven. Nachdem jedoch die ersten Unschuldigen ihr Leben durch die Gruppe verloren, begann ich bereits zu zweifeln. Ich entschied mich, die Gruppe selbst zu schwächen, was mir letztendlich jedoch zum Verhängnis wurde, da Dakra etwas von meinen Versuchen mitbekam und somit die Rebellen überzeugte, mich zu stürzen. Jedoch fanden sie Evens Identität nie heraus. Wie bereits gesagt, wusste ich schon früh, wer er war, doch ich entschied mich, einen Deal mit ihm einzugehen. Ich half ihm an Informationen zu kommen und verteidigte ihn gegenüber den Mitgliedern, und er gab die Information an die Polizei weiter. Im Gegenzug dazu verriet er nichts über meine Identität. Dieser Deal hatte lange Bestand gehabt. Leider begann er damals, mich Boss zu nennen. Eine Angewohnheit, die ich ihm leider nicht mehr abgewöhnen konnte, da ich definitiv nicht so genannt werden wollte. Das Ende der Geschichte besteht darin, dass G ihn gefeuert hat, als er von dem Geschäft erfuhr. Ich hatte ein ziemlich schlechtes Gewissen deswegen, da er immerhin nur meinetwegen dieses Geschäft einging und nur um mich zu retten die Wahrheit darüber preisgab. Als ich mich dafür entschuldigen wollte, war er so locker wie meistens. Mach dir nichts draus, Boss, ich wäre mein Job sowieso bald los gewesen. Entweder weil es die Sklaven nicht mehr gegeben hätte oder uns. Ich hoffe nicht auf die zweite Option. Fate war offenbar sehr besorgt. Was genau ist jetzt eigentlich der Plan? Ich erklärte alles, so schnell es ging. Ich weiß, wo der dunkle Kristall sich befindet. Bisher konnte ich mich nicht aufraffen, einfach dorthin zu reisen und ihn loszuwerden, da der Kristall von einem Zauber geschützt wurde. Dieser ist nun jedoch definitiv gebrochen. Wir werden das Meer durchqueren und reisen dann zur sogenannten Cave of Fate. Dieser Zufall fiel mir nun erst auf. Trotzdem versuchte ich normal weiter zu erklären. Naja, auf jeden Fall reisen wir zu dieser Grotte. Dort bekämpfen wir den Dämon. Es gibt drei Optionen, was dort geschehen kann. Entweder gewinnen wir und die Welt ist gerettet, wir versagen und die Welt geht unter, oder wir kommen zu spät und der Dämon wird bereits unaufhaltsam sein und wir werden sterben. Aber wir werden nicht verlieren. Ich muss gewinnen. Ich muss meine Fehler wieder gut machen, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Diese Aussage meinerseits schien Fates Sorgen nicht zu mindern. Sie sagte jedoch nichts. Even hingegen wirkte deutlich optimistischer. Das wird für niemanden das Letzte sein, was er tut. Wir werden die Welt retten und dann sind wir Helden. Unser Gespräch ging noch eine Weile weiter. Der Plan hatte ein großes Problem. Wie sollten wir das Meer überqueren? Wir entschieden uns, an der Klippe einen Weg zu suchen. Aber als wir dort ankamen, brauchte ich einen kurzen Moment in meinen Gedanken. Ich stellte mich an die Kante, wie schon oft zuvor. Vielleicht ist das letzte Mal, dass ich diesen Anblick genießen kann.
meine letzten Momente auf diesem Kontinent, auf dem ich mein ganzes Leben verbrachte. Ich spürte Fate, die sich neben mich stellte, als ich fortfuhr. All die Erinnerungen, die ich in mir trage, stammen von diesem Ort. Die meisten von ihnen sind grauenhaft. Aber es gibt auch ein paar schöne. Ich schloss die Augen und fühlte mich, als wäre ich eins mit der Natur. Nach wenigen Sekunden blickte ich zu meiner Geliebten. Und weißt du, weshalb ich letztendlich doch noch schöne Erinnerungen in mir trage, trotz all meinem Leid? Weil du in mein Leben gekommen bist, Fate. Wegen dir fühle ich mich endlich glücklich. Durch dich ist endlich mein Geheimnis ans Licht gekommen. Vielleicht habe ich damit meinen guten Ruf verloren, aber es könnte mir nicht egaler sein. Ich fühle mich einfach so frei. Alles, was auf mir lastete, ist wie weggeblasen. Zum ersten Mal in meinem Leben fühlt es sich wirklich so an, als würde ich jemandem etwas bedeuten. Und zum ersten Mal habe ich auch jemanden, der mir etwas bedeutet. Fate drückte sich an meine Seite. Mach dir keine Sorgen, du bist nicht mehr alleine. Du musst nie wieder alleine sein. Ich bin bei dir, bitte merk dir das. Auch hinter uns ertönte eine Stimme. Ich stehe auch auf deiner Seite, Boss. Deine schlimmsten Zeiten sind vorüber und bald sind sie es für alle. Aber nun sollten wir uns von diesem Kontinent verabschieden, oder nicht? Als ich gerade begann, mich etwas zu entspannen, hörte ich noch eine Stimme sprechen. Ihre Quelle stand direkt neben mir, auf der anderen Seite von Fate. Das stimmt, ihr solltet euch verabschieden von diesem Kontinent, euren Freunden und eurem Leben. Ich und Fate sprangen beide zur Seite, um dem sofortigen Angriff auszuweichen. Ein Strahl aus lila Feuer verfehlte mich nur um Haaresbreite. Nun, wo wir wussten, wer uns besuchen kam, nahmen wir alle eine Kampfpose ein. Dort stand, oder eher schwebte, der größte Verräter dieser Geschichte. Außer natürlich, man schreibt mir diese Stelle zu. Das neue Pokémon in unseren Reihen war natürlich Esti, das fehlgeschlagene Vulpix. Das Pokémon, welches ich noch vor kurzem für meinen besten Freund hielt, bis zu dem Moment, in dem er preisgab, der dritthöchste der Sklaven, der zweite General zu sein. Ihr seid ja anscheinend ganz gut aus unserem Verlies rausgekommen, was? Aber natürlich war das für euch kein Problem mit der Hilfe dieses Verräters. Halt dein Maul und verschwinde. Wie erlaubst du es dir, jemanden als Verräter zu beschimpfen? Der Esti, den ich einst kannte, existierte nicht mehr. An seine Stelle war dieses gewissenlose Monster getreten, das von mir eher amüsiert als eingeschüchtert wirkte. Was hast du denn? Schlechte Laune, weil dein Geheimnis gelüftet wurde? Du bist selber schuld, wenn du mir vertraust. In dieser Welt darf man niemandem vertrauen. Das hast du mir sogar selbst gesagt, als wir uns zum ersten Mal trafen. Manchmal sollte man auf sich selber hören. Lass die Scheiße und halt uns nicht auf. Du kannst nicht alleine gegen uns drei kämpfen. Erneut lachte er bloß. Nein, nicht er. Es. Du hast keine Vorstellung, was ich kann und nicht. Aber sieh doch selbst. Weißt du was? Du warst immer ein toller Gastgeber, als ich bei dir gewohnt habe. Und dafür werde ich dich belohnen. Ich werde dich als Letztes umbringen und du darfst mit ansehen, wie deine Liebste vor deinen Augen getötet wird. Und weißt du, was das Beste ist? Du wirst nichts dagegen machen können. Wie inzwischen klar sein sollte, war ich nie das Pokémon mit dem höchsten Selbstwertgefühl. Es interessierte mich wenig, wie er mir drohte. Aber wenn jemand es wagt, meine Freunde zu bedrohen, egal um wen es sich handelt, werde ich keine Gnade zeigen. Weißt du was? Gut. Wenn du sterben willst, dann komm doch. Du verdienst dein Leben ohnehin nicht. Du bist ja nicht einmal ein Pokémon. Du bist einfach nur eine Art Missbildung. Eine Fehlgestalt, die gestoppt werden muss. Vielleicht kann man sich denken, was er nun tat. Denn er lachte erneut. Nur die Hälfte davon ist wahr. Ich bin kein Pokémon. Ich bin keine Fehlgestalt. Ich bin ein Virus. Du bist was?
Fate sprach exakt aus, was ich auch dachte. Ein Virus? Sowas wie viel Gestalten gibt es in dieser Welt nicht. Naja, wenn man dich ausnimmt, Fanda. Aber gut, da du ohnehin sterben wirst, ihr könnt die Wahrheit ja gut erfahren. Ich bin ein Virus aus einer anderen Dimension. Ich wurde erschaffen, um diesen Weltenbaum zu vernichten. Ich kam, um die Dunkelheit zu verbreiten und den Virus im Herzen aller zu verbreiten. Ich bin, um zu töten. Und jetzt wird es endlich Zeit, meinen Job zu machen und euch alle auszulöschen. Keine weiteren Worte waren nötig, bevor die Schlacht begann. Die Chancen standen gut für uns. Wir waren zu dritt, Esti war alleine. Ich konnte alleine Gavin besiegen, welcher ebenfalls die Stärke eines Generales hat, jedoch zudem viel effektiver gegen mich agieren konnte als der Virus. Alles stand gut für unseren Sieg. Zudem fühlte ich mich noch nie zuvor glücklich über eine derartige Gelegenheit. Eine Gelegenheit, jemanden zu töten. Wenn mir nur noch vor wenigen Tagen jemand erzählt hätte, dass ich in einer derartigen Konstellation heute hier kämpfen würde, hätte ich sichergestellt, ihn nie wiederzusehen. Und nun war ich hier. Esti wirkte nicht so, als hätte er ein Interesse daran, uns eine Chance zu lassen. Sofort bombardierte er uns mit allen möglichen seltsamen Angriffen. Das große Problem war, dass er seine Drohung wahrmachte und versuchte zuerst meine Freunde anzugreifen. Da Fate und Even beide nie wirklich gelernt hatten zu kämpfen, würde dies für ihn auch kein Problem werden, sollte ich zulassen, dass er sie angreift. Selbst als ich noch dachte, wir wären Freunde, fragte ich mich oft, wie stark Esti wahrlich war. Heute stellte es sich heraus. Viel stärker, als ich je vermutet hätte. Er schwebte auf eine seltsame Art herum und versuchte, uns zu verbrennen. Gegen Fate, der sein Feuer nichts ausmachte, ging er jedoch direkt hervor. Glücklicherweise ist sie sehr agil, was es ihr ermöglichte, den meisten Schlägen zu entrinnen. Even tat genau wie ich sein Bestes, um unseren Feind zu verletzen. Auch er schaffte es bei Bedarf, sich gut zu verteidigen, vor allem da er Schutzschild beherrschte. Doch auch wenn es schien, als würden wir viel Schaden anrichten, schien es die nicht zu schwächeln. Er kämpfte weiter und weiter. Eine gewisse Zeit später schwebte er auf einmal über unseren Köpfen und hörte kurz auf zu kämpfen. Ihr seid nerviger als erwartet. Ich muss euch gratulieren. Tatsächlich fühle ich die Notwendigkeit, meine wahre Macht gegen jämmerliche Sterbliche wie euch zu nutzen. Fühlt euch geehrt. Im selben Augenblick, in dem er seinen Satz vervollständigte, verschwand er bereits im Nichts. Wir alle wunderten uns, warum er nun fliehen würde. Doch als es bereits zu spät war, realisierte Even, dass er nicht geflohen war. Esti war hinter ihm aufgetaucht und sein Flammenwurf traf ihn mit voller Wucht. Even stand noch, war aber offensichtlich stark verwundet. In der Sekunde, in der der Flammenwurf traf, verschwand er bereits erneut. Dieses Mal würde ich ihn nicht einfach so angreifen lassen. Ich war bereit, in dem Moment zuzuschlagen, in dem er erschien. Doch ich konnte es nicht. Im nächsten Moment schwebte er direkt über Fates Kopf. Zwischen seinen Pfoten lud er irgendetwas auf. Es wirkte wie eine Art Materie. Als ich ihn bemerkte, war es bereits zu spät, seinen Angriff zu unterbrechen. Auch wenn ich mein eigenes Leben riskieren würde, tat ich, was ich als das Beste wusste. Fates Sicht. Ich sah nicht kommen, was als nächstes geschah. Sofort nachdem Even ernsthaft verletzt wurde, verschwand der Feind wieder. Ich wollte ihn in dem Moment seines Erscheins erblicken, um seinen Schlag auszuweichen. Was ich nicht kommen sah, war jedoch, dass er von oben angriff. Bevor ich reagieren konnte, wurde ich zur Seite gestoßen und die Attacke schlug ein. Dort, wo gerade noch ich gewesen war, lag nun Fanda am Boden. Er versuchte aufzustehen, scheiterte jedoch. Ist das dein Ernst? Seit wann bist du so selbstlos, Fanda? Ich glaube, dafür verdienst du eine Belohnung. Jetzt, oh, lass doch die Scheiße. Fanda war offensichtlich sehr angepisst, jedoch viel zu verwundet, um anzugreifen. Esti verschwand erneut, erschien dieses Mal jedoch direkt vor uns. Warum bist du denn so gemein? Kumpel, ich will dir doch nur ein Geschenk machen.
Seine Augen begannen rot zu leuchten, so wie bei meiner ersten Begegnung mit ihm. Wieder lud er eine Energie auf, dieses Mal anscheinend deutlich mächtiger als beim letzten Mal. Für deine Heldenhaftigkeit sollst du belohnt werden. Und deshalb werde ich euch einfach alle auf einmal ausrotten, anstatt deine Freunde vorzuziehen. Als er seinen Angriff weiter auflud, erkannte ich die Situation. Even und Fanda waren beide zu verletzt, um weiter zu kämpfen. Wenn irgendjemand uns noch retten könnte, dann müsste ich das sein. Oder? Direkt bevor der Virus angreifen konnte und bevor ich versuchen konnte, ihn zu attackieren, schoss eine Art Speer mitten durch den Feind hindurch. Für einen Moment sah ich Schock in seinen Augen, bevor er wieder verschwand. Doch anders als zuvor sah ich seine Partikel, die vom Wind verstreut wurden. Der Speer verschwand ebenfalls. Ich rannte sofort zu Fanda, um den ich mir große Sorgen machte. Keine Sorge, Fate, das wird schon wieder. Ich brauch nur erstmal etwas Ruhe. Als Even, der sich eine relativ große Wunde, die er hatte, hielt, zu uns trat, sah ich im Augenwinkel jemanden am Rande der Lichtung stehen. Hey, du, hast du diesen Speer geworfen? Eine vermummte Gestalt trat aus den Schatten. Das Gesicht des Pokémon war unter seinem Umgang nicht zu erkennen. Ja, das tat ich. Ich bin froh, dass ich rechtzeitig kam. Im nächsten Moment stand der Ummantelte neben uns. Wir alle starrten ihn an. Even entschied sich letztlich, den Dialog fortzuführen. Danke für die Hilfe, das war wirklich knapp, aber wer bist du? Die Gestalt schien kurz nachzudenken, während sie weiterhin auf der Stelle schwebte, ähnlich wie es die. Es tut mir leid, doch ich kann euch dies nicht verraten. Doch seid versichert, auch ich kämpfe gegen den Schattendämon, so wie ihr. Fanda wirkte überrascht. Du weißt über den Dämon Bescheid? Ja, als ich hörte, ihr würdet herkommen, entschied ich mich, es auch zu tun. Nun waren wir alle verwirrt. Wie konntest du wissen, dass wir herkommen würden? Niemand könnte es logisch gesehen wissen. Ich weiß vieles. Ich bin hier, um euch zur Seite zu stehen. Zumindest kann ich euch helfen, euer Ziel zu erreichen. Auch wenn ich euch leider nicht im Kampf selber helfen kann. Even schien begeistert. Warte, meinst du, ich kann euch auf den anderen Kontinent bringen? Es ist nicht viel, doch ich hoffe, es wird euch helfen. Ich habe nur eine Bitte. Solltet ihr jemals etwas über die verlorene Seele erfahren, kommt an diesen Ort und erzählt es mir. Ja? Das nächste, was geschah, war, dass die Gestalt einen Arm, den ich als blau erkannte, bewegte und sich auf einmal alles um mich herum veränderte. Wir waren auf dem anderen Kontinent angekommen.